Im letzten Video konnten Sie sehen, wie Sie in Ihrem Hauptdokument des privaten DIN-Briefes eine Aktualisierung der Datenquelle vornehmen konnten. Das funktioniert natürlich auch in dem erstellten geschäftlichen DIN-Brief. Öffnen Sie hierfür nun das Hauptdokument Sportcenter Immofit. Wechseln Sie nun über das Register Sendungen und per Klick auf die Schaltfläche Empfängerliste bearbeiten in das Dialogfeld Seriendruckempfänger. Jetzt markieren Sie die Datenquelle im linken unteren Bereich des Dialogfeldes und klicken anschließend auf die Schaltfläche Bearbeiten. Fügen Sie nun die neuen Datensätze, hier im Beispiel ist dies lediglich einer, über die Schaltfläche Neuer Eintrag hinzu. Sind Sie mit der Eingabe fertig, klicken Sie im Dialogfeld Datenquelle bearbeiten auf die Schaltfläche OK. Die Nachfrage in einem weiteren Dialogfeld bestätigen Sie, indem Sie auf die Ja-Schaltfläche klicken. Auch das Dialogfeld Seriendruckempfänger müssen Sie nur noch mit OK bestätigen. Wechseln Sie nun zum letzten Datensatz in Ihrem Hauptdokument. Dort sehen Sie nun Ihr neu hinzugekommener Datensatz. Möchten Sie hier im Beispiel den gerade aufgenommenen Datensatz löschen, funktioniert dies leider nicht im Dialogfeld Datenquelle bearbeiten. Die Schaltfläche zum Entfernen des Datensatzes bleibt, obwohl der Datensatz selektiert wurde, ausgegraut und steht somit nicht zur Verfügung. Somit ist klar, dass Sie diesen Datensatz direkt in der Excel-Datenquelle löschen müssen. Schließen Sie deshalb alle noch geöffneten Dialogfelder und auch das Hauptdokument und öffnen im Anschluss daran die Excel-Datenquelle direkt im Anwendungsprogramm. Markieren Sie in der Excel-Tabelle den Datensatz von Frau Habermann und klicken dann mit rechts auf den Zeilenkopf und wählen im Kontextmenü dann den Eintrag Zellen löschen. Speichern und schließen Sie dann die Excel-Tabelle und wechseln Sie zurück zum Hauptdokument. Über das Register Sendungen wechseln Sie dort dann zum letzten Datensatz. Wie Sie sehen konnten, wurde der Datensatz von Frau Habermann komplett entfernt. Möchten Sie lediglich Änderungen an einem Datensatz vornehmen, weil beispielsweise ein Mitglied umgezogen ist, können Sie dies wieder über das Dialogfeld Datenquelle bearbeiten realisieren. Ändern Sie dort den entsprechenden Datensatz. Hier ist dies der Datensatz von Herrn Pawlowski ab. Sind Sie mit den Änderungen fertig, bestätigen Sie Ihre Eingaben, indem Sie auf die OK und anschließend dann auf die Ja-Schaltfläche klicken. Kontrollieren Sie, ob die Änderungen bei Herrn Pawlowski auch im Hauptdokument vorgenommen wurden. Also, nochmals kurz zusammengefasst. Neue Datensätze können Sie im Dialogfeld Datenquelle bearbeiten über die Schaltfläche Neuer Eintrag eingeben. Änderungen an einzelnen Datensätzen nehmen Sie direkt über das Dialogfeld vor. Ein komplettes Entfernen eines Datensatzes müssen Sie jedoch direkt in der Datenquelle, hier im Beispiel in der Excel-Tabelle, vornehmen. Übrigens, haben Sie eine sehr umfangreiche Datenquelle mit sehr vielen Datensätzen, ist die Suchenschaltfläche unter Umständen sehr hilfreich. Suchen Sie hier im Beispiel nach Herrn Bitz und stellen die entsprechenden Suchoperatoren ein. Klicken Sie dann anschließend auf die Schaltfläche Weitersuchen. Daraufhin wird der Datensatz im hinteren Dialogfeld markiert
und Sie können ihn dort gegebenenfalls auch bearbeiten. Im nächsten Video zeige ich Ihnen dann, wie Sie die Sortierfunktion in einem Serienbrief einsetzen können.